In Mitteleuropa ist die Kohlmeise überwiegend ein Standvogel. Das heißt, sie zieht in der kalten Jahreszeit nicht in wärmere Gebiete. Aber auch für sie ist der Winter eine schwierige Zeit. Neben einem stark eingeschränkten Nahrungsangebot können auch der Kohlmeise Schnee und langanhaltende Kälteperioden zu schaffen machen. So sucht sie sich bereits im Herbst einen geeigneten Nistkasten, in dem sie übernachten kann. Schon vor Einbruch der Dunkelheit fliegt sie häufig in denselben Kasten, wo sie insbesondere vor eiskaltem Wind geschützt ist. Wie bei allen Vögeln spielt die Gefiederpflege gerade im Winter auch für die Kohlmeise eine besondere Rolle. Nur so kann das Federkleid ausreichend vor Kälte schützen. Wenn es nachts kalt wird, sinkt auch die Körpertemperatur der Kohlmeisen. Sie zeigen damit eine wirksame Anpassung, um kalte Winternächte zu überstehen. Die Kohlmeise übernachtet stets einzeln. In der Regel sitzt sie zusammengekauert auf dem Boden, Kopf und Beine werden im aufgeplusterten Gefieder verborgen. So schläft sie fest bis zum nächsten Morgen. Es ist Ende März. Die Kohlmeisen sind auf der Suche nach einem geeigneten Nistkasten, um darin ihr Nest zu bauen. Oft ist dies der Übernachtungskasten von Männchen oder Weibchen. Zunächst bearbeitet das Männchen den Rand des Flugloches außen und innen mit dem Schnabel. Dieses Verhalten ist angeboren und macht eigentlich nur bei Naturhöhlen Sinn. Hier dient es dazu, Öffnungen in alten Baumstämmen zu erweitern, um Platz für den Bau eines Nestes zu schaffen. Zum anderen soll es aber auch das Weibchen veranlassen, sich die Nisthöhle einmal anzuschauen. Welcher Nistkasten für die Brut ausgewählt wird, entscheidet fast immer das Weibchen. Da hat das Weibchen nicht das richtige Nistmaterial mitgebracht. Vielleicht baut es ja zum ersten Mal ein Nest. Auch Kohlmeisen müssen noch lernen. Während sich das Weibchen das Innere der Nisthöhle einmal ansieht, bewacht das Männchen das Brutrevier und verteidigt es gegen Eindringlinge, vor allem gegenüber anderen Männchen. Hierbei kommt es zu regelrechten Kämpfen, bei denen sich die Kohlmeisenmännchen auch körperlich angreifen. Die Dame, um die es hier geht, scheint das Ganze etwas gelangweilt zu verfolgen. Sie putzt sich erst einmal,